das dann über zunächst ein sehr sporadisches, sehr im Grunde genommen so eine Mischung aus chaotisch und charismatisches gebildet in diesen Figuren, diesen charismatischen Führerfiguren, das, was wir heute noch immer in Afghanistan hören, ja, dass die Clan-Chefs da irgendwie das Sagen haben und dem Karzai, das ist ja nur eine Washingtoner Figur, der da sozusagen so Mützen und Umwürfe da bei internationalen Konferenzen geschaut haben kann, nimmt ja keiner ernst, ja, in Kabul, das eigentliche Kommando haben die Clan-Chefs. Und diese Clan-Chefs heißen in der Bibel Richter. Das sind eben charismatische Figuren, die die ganze Sache mal in die Hand nehmen. Und dann auch eben mal nach ihrem Gusto kurzen Prozess machen. Siehe heute Morgen Simson. Die Philister tanzen, die sind zwar irgendwie, sind die Philister dann gerade mal wieder am Drücker, ja, und da tanzen die nach seiner Pfeife, dann machen wir gleich mal einen kleinen Rachefeldzug und dann, mein Gott, ein paar kommen da halt immer um. Das ist aber noch kein geordnetes, überhaupt nicht vergleichbar mit einem Staatsgebilde. Ja. Das ist alles sehr lose, sehr locker. Da muss man sich immer noch mal auch versichern, dass das miteinander überhaupt was zu tun hat. Ja. Übrigens, dieser Konflikt liegt übrigens hier schon in dieser Zeit auch begraben. Wenn man gerade heute Morgen noch mal hört, Simson, ja, der ja eine philistäische Frau unbedingt heiraten will und dann verrät sie ihn aber schon im Grunde genommen in der Hochzeitsnacht, dann lässt er sie fallen, dann will er sie hinterher wieder haben, dann will der Vater ihm eine andere geben. Heute Morgen hat er diese Verdüftungsgeschichte, ja. Philister, ja, Philister ist der Stamm von Palästinensern. Ja. Das sind die Palästinenser, heute sind die Philister von damals. Und so alt ist dieser Konflikt in diesem Land. Deshalb glaube ich ja nicht, dass Condoleezza Rice bei all ihrem Charme, den sie hat, das zunächst lösen kann. Oder wer auch immer. Weil dieser Konflikt uralt ist. Und dieser Konflikt, den gibt es auch. Das muss man ja auch gerechterweise dann sagen, den gibt es nicht erst seitdem es einen Staat Israel gibt. Dann hat es eigentlich immer gegeben. Nicht, dass das immer so bleiben muss, bitte, mich nicht missverstehen, aber nur um Verständnis zu haben, wie alt das ist. Ja? Zeit der Richter. Dann will man nicht nur militärisch in den Schriften attraktiv sein, das ist ja nochmal etwas später bei der Verschriftlichung, sondern man will jetzt auch von der Staatsorganisation mithalten können, hoppala, im Vorderen Orient. Man will mithalten können. Wie macht man das? Also braucht man eine analoge Staatsform. Ein König muss her. Ist ja peinlich, wie irgendwie immer nur so komische Gestalten, auf die man angewiesen ist, oder was ja dann noch dazu kommt, was ja mit der Staatsform nichts zu tun hat, aber charismatische Gestalten, die im Namen Gottes auftreten, die sich dann Propheten nennen. Es gibt ja durchaus eine Reihe von Propheten, wenn wir uns mit den Propheten beschäftigen, nachgehen, die uns gar nicht so bewusst sind, die auch Propheten sind, die nichts Schriftliches hinterlassen haben. Dieser Samuel, der ja sozusagen so der letzte Richter, Prophet, das ist schon so eine Mischung, ja, dieser Samuel, was der für eine Aufgabe hat. Der versucht zu vermitteln. Der versucht Gott zu erklären, warum die jetzt einen König haben wollen. Der versucht aber auch den Leuten zu erklären, dass das relativ schwierig ist und dass der liebe Gott jetzt eigentlich beleidigt ist. Denn ihr habt doch einen König in Israel, das ist Gott. Denken Sie an die ganzen Psalmen 93 aufwärts. Jahwe ist König, beginnen wir alle. Ja? Der Herr ist König. Das sind natürlich höchst politische Texte, die ein nasser Waschlappen sind für jeden Waschlappen, der auf dem Königsthron in Israel saß. Und das war eine ganze Reihe von Waschlappen. Ja? Mit wenigen Ausnahmen, die kann man einer Hand abzählen, die Ausnahmen. Der Rest war ein einziger Reinfall, eine Katastrophe, eine solche Nietenansammlung. Aber man will, der Druck ist sehr groß, der Druck ist auch für ein kleines Land immer sehr groß, sich irgendwie auch anzupassen, sich attraktiv zu machen, ja? sich diesem Anderssein zu entziehen. Und das Königtum ist eine solche Form. Das geht mit Saul total daneben und findet aber mit David einen so genialen Vertreter, der aber auch nicht ohne ist, ja, wenn wir uns auch nochmal genauer anschauen. Also David in seiner abgrundtiefen Genialität, mit dem hat es der liebe Gott wirklich gut gemeint, aber das ist natürlich auch ein Schurke, wie er im Buch steht. Ja. Ehebrecher, Mörder, das können Sie genauso gut alles wie Psalmensänger und ja, ein lyrischer Typ, ja, und sowas. Also ein Ausbund an Vielseitigkeit und das zu verbinden, Begabung und Abgrund und alles, ja, hat es wahrscheinlich kaum gegeben. Deshalb ist es bis heute auch eine faszinierende Figur, auch in der Kunst, in der Literatur. Ja.
werden wir dann noch Beispiele für finden. Aber bei David kommt etwas zusammen, das dann prägend ist für die ganze Geschichte Israels. Und auch wenn wir von der Messias-Figur reden, wenn wir von Christus reden, dann ist immer David noch im Hintergrund. Ja? Der ideale Beter, der ideale König, ja, und der ideale Priester. Weil David etwas schafft, was vor ihm keiner geschafft hat. Diese 12 Nomadenstämme zu einer Staatsform zu bringen. Und so etwas zu haben wie ein geeintes Königreich Israel. Er wählt eine neue Hauptstadt, er macht sich frei von Geschichte, nimmt einfach die alte Jebusiterfestung Jerusalem, liegt eigentlich gar nicht richtig im Stammesgebiet, ja, wählt die, um dort eben seine Hauptstadt zu gründen. Und versucht eben auch nicht nur mit der Zentralisierung der Hauptstadt, sondern auch den Kult zu zentralisieren. Das wird ihm aber bekanntlicherweise durch den Propheten Nathan verwehrt, macht er sein Filius oder einer seiner vielen Filiusse, also Salomo in diesem Fall. Aber mit Salomo beginnt schon sozusagen im zweiten Anlauf, bei David ist das alles wunderbar und im zweiten Anlauf geht es schon daneben. Bei Salomo beginnt schon das Königtum zu zerfallen. Und die Propheten lassen keinen Zweifel daran, woran das liegt, dass es zerfällt. Es liegt an den fremdkulturellen Einflüssen und damit, dass Salomo schon den Monotheismus aufweicht, der sich ja gerade erst sucht, ja, und darüber noch sprechen. Deshalb schon unter den Söhnen, der Zerfall 932 steht da, Zerfall des Salomonischen Reiches. Es gibt eine Teilung in Nordreich und Südreich, ja, in Israel, im Nordreich, in Juda, das Südreich. Das Nordreich geht 721 schon unter. Und 586 ist eben mit dem Südreich und dann mit dem Tempel und Jerusalem Aufschluss der große Einschnitt, der große Bruch im Grunde genommen auch im Selbstbewusstsein in dem babylonischen Exil.